Ja, heute ist Geburtstag. Ich freue mich. Wir haben einen Jubilar, der heute seinen Geburtstag hat. Und den wollen wir mal rufen. Raul, komm. Raul, Raul. Der Herr ist leider schon etwas älter. Der hört irgendwie nicht mehr so arg gut. Aber das ist ja auch kein Wunder, weil der hat heute seinen 150. Geburtstag. Und bei dem, was der alles erlebt hat, das reicht bei anderen für 1000 Jahre. Also, der kann halt aus verständlichen Gründen deshalb heute nicht mehr kommen und nicht mehr erzählen, was er so zu erzählen hat. Das hat er nämlich früher ganz großartig gemacht und er hat es auch in vielen Büchern festgehalten und damit eine Millionen Leserschaft gehabt, eben zu seiner Zeit. Und jetzt ist er dann über viele Jahrzehnte vergessen worden und langsam kommt es wieder ein bisschen, weil der uns auch jetzt noch wirklich was zum Sagen hat. Und damit man das auch hört, was er zum Sagen hat, wollen wir jetzt die nächsten 365 Tage hier verschiedene Veranstaltungen machen, wo der Raul und mir als seine Vertreter das einfach vorstellen können. Und dazu laden wir euch herzlich ein. Weil der hat auch was gemacht für Kinder zum Beispiel. Wie Kinder die Natur erleben können, wie sie erleben können, was eigentlich in jedem Tropfen Wasser drin ist. Und dazu hat er ein Buch geschrieben, 1907, das heißt Streifzüge im Wassertropfen. Und da lernt man dann, sieht man dann oder werden wir zeigen, dass da Schiffe aus Glas durchs Wasser schweben oder Urkugeln durchs Wasser rollen oder dann, da gibt es sogar Bärtierchen, die ausschauen wie kleine Bären. Die sind aber in jedem Wassertropfen drin, viele von ihnen. Oder auch Rädertierchen. Also eine ganze Welt ist da zu sehen und das wollen wir dieses Jahr auch mal schauen. Was ist denn da in den Tümpeln da drin? Was sind denn da alles für Tiere, um die begreiflich zu machen, die das Wasser sauber machen? Die machen das Wasser sauber, unter anderem. Und es sind teilweise die gleichen Tiere oder Lebewesen, die auch den Boden sauber machen, sodass das für uns, so Ackerboden, dass das für uns was ist, wo wir Nahrung draus haben können, die für uns gesund ist. Und da hat er sich auch sehr damit beschäftigt und ein Buch geschrieben, das heißt dann Das Leben im Ackerboden. Und der hat da ganz viel dazu gemacht, geforscht, wie man Boden fruchtbar machen kann. Und als Nebeneffekt hat er den Salzstreuer erfunden. Er hat den Salzstreuer erfunden, weil er Boden, Erde mit Mikroorganismen beimpfen wollte, also er wollte streuen, damit die da gleichmäßig verteilt sind. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann hat er geschaut, was ist denn in der Natur und was das vielleicht ganz gut tut. Und dann hat er die Mohnkapsel gefunden und hat ein Patent angemeldet, als erstes Patent der Bionik, der Wissenschaft nach der Natur, wo man eben was nachbaut. Also er hat die Bionik mitbegründet. Und so hat er viele Sachen begründet und neu gemacht, die auch jetzt noch weitreichende Folgen haben. Weil ein Salzstreuer, der ist in jedem Haushalt. Also der ist uns eigentlich vertraut, bloß wir wissen nicht mehr viel von ihm. Früher wusste man sehr viel von ihm, weil er viele Bücher geschrieben hat und der bekannteste Autor erstmal war von der Kosmos, vom Kosmos Verlag. Kosmosbändchen. Und da haben wir hier viele. Er war erst der wichtige Autor. Und da haben wir eins, das heißt Das Sinnesleben der Pflanzen. Und da würde ich euch einladen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, dass wir da ein Theaterstück draus machen. Weil das kann man schön spielen aus meiner Sicht. Ich habe da schon ein Drehbuch geschrieben, aber wenn es Leute gibt, die es besser können, sollen sie es tun. Dass man das lebendig macht, dass man sieht, hey, die Pflanze, die ist nicht nur dumm, nicht nur zum Essen, sondern die hat Intelligenz und die fühlt was. Und er hat damals als einer der Menschen, der sich am meisten mit Pflanzen beschäftigt hat und ein riesiges Standardwerk mit 4300 Seiten geschrieben hat, Das Leben der Pflanze,
Der hat etwas ganz Besonderes damals gemacht als Naturwissenschaftler. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Seele der Pflanzen. Also er hat den Pflanzen zugestanden, dass sie möglicherweise, wie der Mensch auch, eine Seele haben. Und das hat er halt gemacht vor 100 Jahren. Ja, er hat auch eine ganz tolle Frau gehabt, die Annie Francis Harrat. Und die hat dann nach seinem Tod 1943 auch noch weitergemacht und sich hauptsächlich mit dem Boden und dem Wald beschäftigt. Und sie hat es zum Beispiel gemacht, nachdem er ja den Salzstreuer erfunden hat, hat sie Impfziegel gemacht. Das heißt, da sind Mikroorganismen drin, die auf Erde ausgebracht worden sind, getrocknet ist. Und das hat man dann in Wasser getan, aufgelöst, um Boden fruchtbar zu machen. Zum Beispiel erodierte Böden, also die kaputt sind, ausgelaugt sind, um aus dem Stein, der dann mehr vorhanden ist, wieder Humus zu machen. Also die hat da ganz großartige Sachen gemacht, weil Humus ist tatsächlich das, das hat sie in diesem Riesenbuch geschrieben, alle Hochkulturen sind untergegangen am Humusverlust. Und deswegen hat sie dieses Buch geschrieben, Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not, vor 75 Jahren. Und da hat sie geschrieben auch, dass die Pflanzen halt das CO2 brauchen als Nahrung. Und ist auch beschrieben, auch vom Raoul Francis selber, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Humusklima und einem Wüstenklima. Und wenn wir Klimawandel im Sinne von Temperaturerhöhung haben, ist es wahrscheinlich, dass wir sehr oft auf den Äckern, auf den Böden ein Wüstenklima geschaffen haben. Also wollen wir hier auch eine Art Wald aufbauen mit Agroforestry, also eine Verbindung Acker und Wald. Wir wollen Waldgärten schaffen. Hier sind ja schon Ansätze zu sehen. Und da werden wir in den nächsten 365 Tagen immer wieder Workshops, Seminare und andere Aktivitäten machen, wo ihr dabei sein könnt. Einmal als Menschen, die halt da mitmachen, vielleicht aber auch als Seminarleiter, wenn ihr irgendwo ganz speziell seid, vielleicht als Fotografen, vielleicht als Handwerker. Ihr könnt auch mitmachen in einem Verein, beziehungsweise ja auch einfach praktische Hilfe und Unterstützung geben, um einfach dabei zu sein, wie hier was entsteht. Und nebenan, das sehen wir jetzt nicht, aber das ist auf den anderen Filmen, sieht man, wie 1,7 Hektar, also 17.000 Quadratmeter umgewandelt worden sind jetzt oder begonnen worden ist, umzuwandeln dieses Jahr in Blühflächen, wo ganz viele unterschiedliche Pflanzen zusammenkommen und blühen. Und dann eben werden da auch Baumreihen dazukommen, sodass es eine Mischung aus Acker oder Weide und Bäumen ist. Ja, gut, also schaut einfach rein, schaut in die Seite rein, was an Aktivitäten ist. Kommt dazu. Das wird sicherlich ein ganz spannendes Jahr. Und ich freue mich, dass wir das jetzt hier alles machen können. Und ja, bis gleich.